Ich habe mich vorgemogelt auf Platz 17. Nicht schlecht. Aber du musst aber in die Box. Ja, ich versuche es aber so lange wie möglich rauszuzögern. Weil die Reifen sind noch tipptopp in Schuss, wirklich. Also. Ich wechsle jetzt ja auch gerade auf harte Reifen. Meine waren da überhaupt nicht mehr gut. Schon also ganz schön orange. Sekunden 16er bin ich, wow! Es läuft auch. Ja, durch die Boxen stopfen. Mal gucken, wie ich das bei mir einbaue. Dann so. Ich darf jetzt bloß keinen Fehler großartig machen, dann läuft das. Wie zum Beispiel hier sich zu verbremsen. Zu früh zu bremsen, naja gut. Aber es läuft, ja? Besser als gedacht. Bei mir schlechter. Na gut, wir sind jetzt auch nicht so die Formel 1 Fahrer, also wir fahren schon mal, aber ansonsten... Ne? Trotzdem dachten wir uns, vielleicht ist die Koop-Saison ganz lustig. Dann probieren wir es mal. Und auf normal war es einfach zu normal und zu leicht. Profi zu schwer. Ist irgendwie ein bisschen zu schwer. Muss man sagen. Aber wir geben unser Bestes, also so ist nicht. Oh oh. Irgendwie bei der Boxenausfahrt schneidet man den voll den Weg ab, kann das sein? Ja, ne? Ich habe mich vorgemogelt auf Platz Nummer 14. Alter... Es geht's auch rund bei dir. Ja, ich muss ein paar Punkte rausholen für uns, Carsten, für das Lotus-Team. Lotus an die Macht und so. Wobei Lotus als Automarke eigentlich auch ein recht schönes Ding ist. Ich weiß nur, in dem, wie hieß dieses Need for Speed? Pro Street, glaube ich, war das. Konnte man den Elise auch immer spielen. Heißt das so Elise? Hm? Ja, Elise. Also ein wunderschönes Auto eigentlich. Ja, Leichtbau, Leistung. Genau das, was ein Auto noch sein sollte. Genau. Wobei über die neuen Lotus bin ich mir gar nicht so im Klaren. Muss ich ehrlich sagen, habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Ich meine, es gibt ja so viele neue Autos dann immer. Und übrigens, falls es wen interessiert, Senna versucht sich hier seine Position zurückzuholen. Aber ich lasse den nicht vorbei. Ich gebe Vollgas. Du kennst nur eine Richtung, das nach vorne. Ne? Das Lotus-Team muss gewinnen. Wobei ich auch hier sagen muss, übrigens, was ich extrem kacke finde bei der Strecke, ist die Boxeneinfahrt. Also, boah, schlimmer geht's ja echt nicht mehr. Doch, ist wirklich so. Finde ich richtig schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ja nicht, wie du das empfindest, also, aber ist echt richtig, richtig, richtig schlimm. Ja, die Box, die ist zwar blöd, aber die geht noch, finde ich. Nein. Ich will die Position. Ja, dann fahr mir halt rein, du Affe. Mein Gott, irgendwie muss ich auch wieder auf die Strecke kommen, oder? Was soll das denn? Maldonado ist jetzt hinter mir jetzt. Da ich hier den. Wer war sonst hinter mir? Ich weiß nicht. Schon wieder vergessen. Vergiss es. Ja, genau, wegen dir dreh ich mich, du Affenkopf, Alter! Boah, wie ich ausrasten könnte wegen sowas! Genau, auf Platz 18 verdrängt! Mann! Also erst war ich innen und dann war er innen in der Kurve, bei der nächsten Kurve. Und dann, da er innen war, hat er mich nach außen abgedrängt. Wie sowas... Ohne Scheiß, da war ich so gut, wirklich so gut mal dabei, trotzdem wirklich was aus dem Rennen rauszuholen. Und dann kommt dieser Affe
Und... Boah, nee. Gut, vielleicht wollte ich auch ein bisschen arg viel. Ja, das kann sein. Ja, deswegen muss man es hier ja nicht abschießen. Hoffentlich kriegt er eine Strafe dafür. Und ich hätte eigentlich in die Box gesollt. Ja, kack drauf. Am meisten bekommen wir nur die Strafen, wie so auch immer. Nee, die kriegen schon auch Strafen. Auf... Aber ja, halt, ich weiß nicht, das war schon ziemlich assi, wirklich. Dafür, dass sie uns auch öfters mal reinfahren, bekommen sie relativ wenig Strafen. Ich meine, ich würde mich ja nicht aufregen, wenn ich jetzt wirklich nichts mehr erreichen wollte mit dem Ganzen hier. Aber ich habe ja versucht, wirklich hier noch was rauszuholen für uns in dem Rennen. Aber, und dann so eine Kacke, ey. Ja, Kovalainen bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich mir den schnapp, weil ich in die Box muss nach der Runde. Meister. Nee. So geht das gar nicht, Mag ich echt gar nicht sowas. Aber ich habe wenigstens 17 Sekunden auf Pick. Auf den 19. Von daher. Ganz gut. Keine Ahnung, wie weit hinten. Ich gucke auch nicht immer drauf, aber ab und zu... Viel zu weit. Mal an, schau ich mal hoch. Meinem Sektor zufällig. Oh, und verbremst wie die Sau. Hier auch noch. So, haben wir noch mal ein bisschen Kers rein. Vergiss den Boxenstopp nicht. Ja, ich komme ja an die Box. Ich weiß, wir haben uns alle lieb und so. Und deswegen komme ich jetzt an die Box. Ne? Macht das. So, bitte, Box, alles klar. An deinen Reifen haftet Gummiabrieb von der Strecke. Ja, wie soll ich denn in der Boxengasse, wie soll der Gummiabrieb sein? Und zweitens, wie soll ich da auf der Ideallinie bleiben? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Worauf ich aber äußerst stolz bin, ist, dass mein Spoiler so lange gehalten hat. Und das wird jetzt mein Todesurteil. Jetzt verlierst du wahrscheinlich ziemlich schnell, wenn du das sagst. Sein. Ja, das ist natürlich Pick und Della Rosa und Hülkenberg. Ihr könnt mich doch alle mal... Ohne Scheiß, ich hätte so viel rausfahren können. Und jetzt ver... Reifen werdet schnell warm, bitte. Oh nee, ist ja immer Spoiler von auch nicht, fass es nicht. Ding auch ja nichts aushalten. Leichtbau halt, ne? Wir hatten es doch drüber, so wie ein Auto sein muss. Ja, aber welchen was aushalten? Wenn man ein bisschen die Mauer streift, manchmal denkt man, das reißt die Mauer weg, aber der Spoiler hält und manchmal streift man so und der Spoiler ist weg. Es ist komisch. Komplett aber immer. Ich weiß auch nicht nach was das berechnet wird. Wann was wie abfällt. Speedy fährt an die Box. Boxengasse. Aber ich gebe mich echt nicht zufrieden mit dem 20. Auch wenn das reichen würde. Ich möchte nochmal 19 oder 18er werden wenigstens probieren. Nochmal die Luft schnuppern. Hör mal, sowas hast du zu verlieren. Spoiler. Wenn es zwar nichts ist. Ja. Ich glaube, beim letzten Rennen haben wir es gesagt, die sollten bei uns eh Minimum, weiß Gott, 5 einplanen pro Person. Ja. Weil wir da schon etwas in der Hinsicht verschwenderisch sind. Ich sollte es einfach eine Stadt wieder bauen. Dann hast du halt keinen Leichtbau mehr. Dann hast du wieder zu viel Gewicht letztendlich wahrscheinlich und dann ist wieder nicht das Setup aufeinander abgestimmt. Ja, mit dir geht alles. Das geht schon. Ja, dann ist halt mein Verfolger in weniger als eine Sekunde dran. Ich bin auch an Della Rosa dran. An der alten Pissnelke. Ich hab DRS! Boah! Das erste Mal im Rennen, wo ich DRS hab! Nicht schlecht.
geht so. Bringt's überhaupt was? Hülkenberg will mich auch. Der hätte mich trotz. Wahrscheinlich hat er jetzt sein ganzes Kersten noch reingeballert. Hätte er mich auch nur überholt. Vielleicht schaffe ich es noch, was rauszureißen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, die Umstände. Du musst an ihm vorbei. Aber mir vergiss es. Versuch jetzt einfach mal noch eine schnelle Runde hinzubekommen. Aber so wie es momentan aussieht, nee. So. Das, die zu überholen wird jetzt die Schwierigkeit wirklich. Oh Gott, ich hätte den fast weggerammt mit in der Kurve. Ich habe sein Heck schön berührt. Nein. Ist das hat's gleich gedreht, oder? Aber ich habe ihn überholt. Jetzt ist Pick nur noch... Nein! Verdammte Axt! Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst... Jetzt reicht es mir langsam. Ich habe meinen Frontflügel durch Unachtsamkeit leicht beschädigt. Nein! So eine Scheiße, Alter. So schnell geht's. Deswegen gebe ich mich trotzdem nicht zufrieden mit dem ganzen Pick. Du bist der Nächste. Der ist in Reichweite, ich sag's dir. Alter, 42, 1,45. Ich sag lieber, was ich hab. Ja, zwei Runden Fettgemisch noch, das ist gut. Da kann ich den noch abziehen. Oh, gib Gas. Also lang hält das nicht mehr durch. Okay, er hält jetzt noch doch ein bisschen länger durch, durch einen Fehler. Fuck! Ja. Mal hier mit der Brechstange durch. Nochmal Kers, volle Lotte. Alter, der war griffweit und dann verkacke ich's mir. Ja, daran ob ich es noch schaffe, ist die zweite Frage. Ich gebe alles, aber ich kann es nicht versprechen. Hast du eigentlich Strafen das Rennen bekommen? Eine oder? Ja, wo ich dir an. Eine, ja. Aber meines Wissens nur eine. Hamilton hat's gepackt. Ich habe gar keine bekommen. Lustigerweise mal. Also ich in der letzten Runde soll es jetzt nicht daran liegen jetzt wieder, aber. Komm du Pisser! Ah! Hier komme ich! Entschuldigung, da habe ich dich abgedrängt. Aber mir dauert es noch ein wenig. Ah, Strafe. Ja, ich habe ein bisschen abgedrängt, ist mir egal. So. Ich bin 18 Sekunden vor... Ja, genau, eine Zeitstrafe, mein Gott. Hättet ihr mir eine Durchfahrtsstrafe gegeben? Oh, ihr seid doch dumm im Kopf, ohne Scheiß. Ja, also könnte sein, dass wir uns den letzten Platz hier teilen. Della Rosa ist direkt hinter dir. Eine Sekunde zurück. Okay. Das Rennen ist wohl abgeschrieben. Ich hab den ein bisschen untäglich berührt, mein Gott, das ist doch... Boah, die machen da wieder ein Drama draus. Ja, 10 Sekunden habe ich bloß. So, ja, ich bin der 18, das bringt mir aber gar nichts wegen 10 Sekunden. Da die alle so nah beieinander sind, bin ich jetzt 23. Das ist doch eine Kacke, oder... Ohne Scheiß, so. Ne? Nee, das ist... Och ja, komm, tun wir den noch mal ein bisschen hier nach hinten versetzen. Die gönnen einem gar nichts gönnen die einem. Das ist wirklich schlimm. Tja, Fahrer WM ja. Sieht so aus. Ich ach, 9. Platz und Speedy 13er. Ah, hallo, es geht bis 24. Toll. Mit 13er bist du da ganz gut dabei. Konstrukteurs WM sind wir auf Platz 6. Einwandfrei, würde ich sagen, ne?
Wir gucken nochmal, ich gehe hier mal raus. Ja, so. Weil sonst startet ja gleich das nächste. Nein, das machen wir nicht mehr. Wir haben dazugelernt. Koop-Meisterschaft. Als nächstes, oh, Großbritannien. Sieht aber nach einer schöneren Boxeneinfahrt aus, muss ich mal ganz ehrlich zugestehen. Und Alonso hat hier den Rekord sogar. Tja. Wir gucken mal, wie es da läuft, aber irgendwie... Aber immer noch Weltmeister. Keine Ahnung, was da heute los war, wirklich. Also es ist sehr, sehr, sehr mysteriös, warum, wieso, weshalb das Ganze jetzt so hier heute gelaufen ist. Gut, die Strafe war vielleicht verdient. Ich habe es nicht genau gesehen. Müsste ich mir vielleicht nochmal angucken. Ja, es war vielleicht verdient. Also ich müsste mir nochmal angucken. Wenn, dann war ich auf gleicher Höhe mit ihm und habe ihn in der Kurve... Er wollte reinfahren und habe ihn dadurch nach außen gedrängt irgendwie. Könnte sein, dass es verdient gewesen ist, aber... Naja, ich weiß es nicht. Nee, können sie nicht. Das können sie nur bei den KI. Ach, egal. Auf jeden Fall nächstes Mal ein Grand Prix von ich krieg das nicht raus. Möchtest du es sagen? Genau. Der Grand Prix von Großbritannien. Oder so ähnlich. Und mal gucken, vielleicht läuft es dann besser. Wir versuchen wirklich alles, aber irgendwie... Allein das vorhin... Ich möchte mich... Mich hätte mal interessiert, hast du darauf geachtet? Wenn nicht, muss ich mal das in der Videodatei danach gucken, nach dem Rendern, ob die eine Strafe bekommen haben. Weil mich hat hundertprozentig einer weggedreht. Ich glaube, es hat keiner eine Strafe bekommen. Und das ist doch schon wieder Kacke. Dann ist es auch einmal reingefahren. Das ist ein bisschen scheiße. Aber die schon. Wir versuchen das nächste Mal wirklich besser rauszukommen und wir sehen uns beim nächsten Mal dann beim Grand Prix von Großbritannien. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Servus.